Hey, kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Going for Gold, der Ultimate Team Serie hier auf dem Kanal. Es gibt eine kleine Änderung im Plan, die werde ich euch gleich erzählen. Dazu werden wir die Sets auf der Xbox öffnen, die ich durch die Ronaldo-Version bekommen habe, und wir werden heute auf der PS4 weiter. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Checkt die Links in der Beschreibung aus. IG Vault 6% Rabatt auf eure Coins, FIFA Points, PSN und Microsoft Guthaben mit dem Kommentar Gaming TV. Lohnt sich auf jeden Fall bei den 6%. Überlegt mal, das sind ja 6 Euro, wenn ihr euch FIFA Points kauft in einer gewissen Menge oder halt PSN und Microsoft Guthaben. Also haut auf jeden Fall mal da ein bisschen was raus. Würde ich mich drüber freuen. Unterstützt mich damit natürlich auch großartig. Dazu meine Social Media Links, Instagram und Twitter auch in der Videobeschreibung verlinkt. Was meine ich denn damit, dass heute der PS4 weitergeht? Ich habe mich entschlossen, ich werde doch Ultimate Team auch auf der PS4 spielen, wie ich es ursprünglich angekündigt habe. Einfach weil ich da in der Zeit. Ich dachte ja erst, ich habe hier so viel getradet, das schaffe ich aber PS4 nie, deswegen mache ich jetzt doch hier. Ich habe PS4 viel krasser getradet und bin viel besser dabei und deswegen werde ich auf der PS4 im Endeffekt ja die meiste Zeit Ultimate Team spielen. Vielleicht ab und zu mal auf der Xbox ein bisschen was, aber großteils auf der PS4. Auf der PS4 gibt es auch den Karrieremodus mit Huddersfield und auf der Xbox gibt es dann halt eben nur den Karrieremodus mit dem SV Meppen vorzeitig. Hannover 96 Karrieremodus, fragt ihr euch jetzt, wie oft ihr das schon gehört habt. Na, warten wir mal ab. Vielleicht kommt das ja noch. Wir haben auf jeden Fall 4 Sets und das ist einmal mein Cristiano Ronaldo Leihset. Das heißt, auch in diesem Video ziehe ich mal wieder Cristiano Ronaldo. Es ist einfach der Wahnsinn. Es ist so schön. Ich habe ihn ja bereits einmal gezogen als Leihspieler. Und einmal, wenn ihr es nicht gesehen habt, Going for Gold Episode Nummer 5. Schaut sie euch mal an. Ja, diesmal ist es Ronaldo. Sehr, sehr schön. Ich habe mir jetzt die Animation nicht angeguckt, wie er rausleitet. Ist mir auch ehrlich gesagt relativ egal. Weil, ja, ich ziehe lieber einen, den ich dann auch mit dem ich was anfangen kann. Wir haben 2 Jumbo Premium Gold Sets und ein Jumbo Premium Gold Set normal, ohne Wants to Watch. Ich mache mal das Jumbo Premium Gold Set erstmal normal auf und dann mal schauen. Ich habe mittlerweile gerallt, dass man auf den Rand achten muss. Wenn das leuchtet, ist es ein Aufklapp-LED-Spieler. War jetzt in dem Fall nicht so. Wir werden übrigens in diesem Video auch auf... Ach, Rugani, ich dachte gerade schon, hä? Wir werden in diesem Video hier auf der Xbox nur die Sets öffnen und dann auf die PS4 halt wechseln gleich. Dalbert noch dazu, das sind gute Spiele, aber ich nehme die alle mit für eventuelle Squad-Building-Challenges, ja? Die mache ich nämlich gerade auf der PS4 auch. So, und jetzt natürlich mal One-to-Watch ziehen, oder? One-to-Watch fände ich jetzt richtig schön, würde ich mich richtig drüber freuen, aber es läutet nie an der Seite, das heißt, auch das wird kein über 83er und es wird Jürgensen. Naja, gut. Kurz an den Lord gedacht, aber der ist höchstwahrscheinlich Silber, wenn er überhaupt im Spiel ist. Ich weiß es gar nicht. Schauen wir gleich ganz kurz nach. Montero ist noch am Start. Nichts Großartiges. Letztes Set schon. Danach gucken wir, ob Bentner da ist. Dann muss ich mein Essen holen und dann irgendwann machen wir bei PS4 weiter mit diesem Video. Ah, leuchtender Rand. Über 83. Marokko? Innenverteidiger Benatia. Also nochmal ein Innenverteidiger von Juve. Nichts Überragendes, aber nichtsdestotrotz ganz schön. Ja, wieder mal LEDs. Da kann ich auf jeden Fall mitleben. Noch irgendwas Schönes dabei. Abate noch. Ja, ach, nichts Überragendes jetzt. Aber kann man auf jeden Fall mitleben, würde ich sagen. Benatia geht für... Okay, den verkaufe ich, weil der ist ein bisschen zu viel wert, um ihn zu behalten für eine Squad-Building-Challenge. In meinen Augen. Dementsprechend stellen wir den mal drauf. Den Rest nehmen wir mit. Portug und so weiter und so fort. Und wir gucken ganz kurz jetzt nach, wie viel Niklas Bentner wert ist. Und dann werden wir, wie gesagt, auf die PS4 wechseln. Beziehungsweise, wann ihr das seht, weiß ich noch nicht. Ich werde auf jeden Fall jetzt direkt wieder gleich auf die PS4 wechseln. Oh, Bentner und Non-Rare. Aber er ist der Lord. So, Freunde, da sind wir wieder. Heute auf der PS4. 2 Tage später mittlerweile, dass ich das Video hier aufnehme. Ich war ein bisschen krank, hatte ein bisschen viel zu tun die letzten Tage. Aber jetzt geht's weiter. Und wir haben 4 Sets im Shop, wie ihr schon sehen könnt. Die werden wir heute aufmachen. Das sind Belohnungen, glaube ich. Bin mir gar nicht sicher. Ja, genau, für die... Nee, Schwachsinn. Das sind keine Belohnungen für die Squad Battles. Ich weiß nicht, wofür sie sind eigentlich. Ein Premium Gold Set, noch ein Premium Gold Set, ein Bonus Gold Set und ein Gold Set. Aber wir werden uns noch andere Sets holen, denn wir werden uns gleich Squad Building Challenge angucken. Ich habe gerade ein Stück Schokolade gegessen, deswegen hat sich das gerade mit dem Squad Building Challenge ein bisschen dürr angehört. Liga, Nation, Hybrid. Wir werden in den nächsten Episoden Hybrid, Nation, Hybrid Ligen auf jeden Fall noch machen. Aber heute geht es erstmal darum, dass wir Hybrid, Nation, Liga, Nation, Hybrid machen. Und da habe ich alle 4 Challenges. Und ihr seht oben den Coinstand, 292.000. Alles ohne auch nur einen FIFA-Point gekauft zu haben. Alles mit Trading, inklusive diesen Challenges hier. Und die sind relativ günstig. Das heißt, wenn ihr die noch braucht, dann passt auf jeden Fall jetzt auf, wie die Teams sind und was sie gekostet haben. Weil ich glaube 50.000 oder sowas, wenn überhaupt, halt für diese Challenge bezahlt. Wir gucken uns zunächst einmal die bunte Mischung an. Und die ist eigentlich
nicht sonderlich schwierig, wenn man genauer hinguckt. Ich werde jetzt gleich auf jeden Fall noch Patrick Herrmann umformen müssen, sehe ich gerade. Und Joao Zinho vom linken Mittelfeldspieler zum linken Flügelspieler. Dafür habe ich die Positionskarte, aber ich glaube, ich habe die für Patrick Herrmann tatsächlich nicht. Und ich habe auch die für Raphael nicht mehr. Das heißt, die muss ich gleich auf jeden Fall nochmal kaufen kurz, was ein bisschen schwer werden könnte. Fällt mir gerade mal so ein, weil ich habe momentan das Problem, das kann ich aber ganz kurz zeigen, das passiert ab und zu, wenn ich trade und einfach ein bisschen zu oft anscheinend die Suche aktiviere. Wenn ich jetzt suche und beispielsweise sage Mindestpreis 150, bei der Kommunikation mit den FIFA Ultimate Team Servern ist ein Fehler aufgetreten, will ich später erneut versuchen. Normalerweise hat es gereicht, wenn ich ein Squad Battles Spiel gemacht habe, aber jetzt muss ich anscheinend ein Online-Spiel machen, das werden wir also gleich auch noch machen in dieser Episode, war aber sowieso der Plan. Von daher nicht so schlimm beim Öffnen, weil die Sets für die Squad-Building-Challenge am Ende. Auf jeden Fall, so sieht mein Team aus, dass ich hier für die bunte Mischung genommen habe. Wie gesagt, Raphael braucht halt eben noch Chemie und Patrick Herrmann, dann kommt aber auch die 100 Chemie. Und ja, dann hat das ganze Team vielleicht in der Summe, klar, die Karten hier, aber wenn die Snipes sind, die auch nicht sonderlich teuer, vielleicht 10k gekostet oder sowas. Wir können dann so gucken, 400, dann sind wir bei, okay, Erstbesitzer, das zählen wir jetzt mal nicht dazu. 750, dann sind wir bei 1150, dann sind wir bei 1650, dann sind wir bei 2200, dann sind wir bei 2550, bei 3250, bei 4150, bei, oh Gott, jetzt wird's schwierig, bei 4800, bei 5700 plus Position Changes, also nicht mal 10k, die das Team gekostet hat. Sehr, sehr schön. Wir gucken auf die fortgeschrittene Challenge. Wir schicken das alles am Ende der Episode dann ab. Auch hier haben wir das Ganze relativ easy gelöst. Auch hier das Team hat keine Ahnung. Also Maicon war ein bisschen teurer, der hat 2000 gekostet, aber ansonsten, okay, Dalbert auch 2000, aber ansonsten sind die Spieler echt günstig gewesen. 400 hier, Muslera auch nur 700, dazu dann hier 450 bei Rukavina, Ranero 650, also so ein bisschen Discard-mäßig. Borriello war auch ein bisschen teurer, beziehungsweise hier der Rizzo, weil die halt gerade zu dem Zeitpunkt auch von vielen gesniped wurden, wahrscheinlich für die Squad-Building-Challenges oder sowas, aber es ist halt wirklich easy, ja, und es ist nicht teuer gewesen. Genau das gleiche mit Schwer. Schwer ist, man kann sich das Ganze halt auch auf Footed suchen. Ne? Das habe ich jetzt bei Schwer und bei dem anderen gemacht, bei Ultimative oder Hybridmeister. Einfach weil ich nicht den Nerv dazu hatte, mir die ganze Zeit was auszusuchen. Das ist aber halt auch echt günstig. Also ich meine, ein Foster kostet 500, ein Jagielka kostet 600, D'Ambrosio 700, ein Candreva 1400, okay, der ist ein bisschen teurer. Gabi 550, Torres 750, Dos Santos 700, der andere Dos Santos auch, Thais von 1600, auch ein bisschen teurer, aber gesniped. Ismaili auch nicht so teuer, den habe ich gezogen. Das sind auch wieder nur 10k und genauso bei Hybridmeister, auch das ist sehr, sehr günstig. Horn ist, glaube ich, der teuerste gewesen mit 2500, Williams bekommt man für 500 LR geworfen. De Vries war noch ein bisschen teurer, stimmt, aber ja auch gesniped, habe ich mir quasi, habe dann ein bisschen mit De Vries getradet und hatte dann die 4000 Coins wieder raus. Dann Federer 400 Coins, Pizzi 1300, okay, Fager 750, Proms 3000, also ja auch schon länger im Verein, Samedov 900, Jonas hat 800 gekostet, Valbuena 700, dazu Chachu 750. Das ist echt nicht viel Coinage und dafür bekommt man halt jetzt hier gleich einmal ein Premium-Goldspieler-Set, 1500 Münzen und ein seltenes Gold-Set, seltenes Spieler-Set und ein Megaset plus die 12.000 Münzen als ganze Gesamtbelohnung. Das ist schon echt nice. Aber jetzt machen wir erstmal ein Spiel und zwar mit meinem neuen Team. Das B11-Team kennt ihr. Das hier mit Calhanoglu und Colak und vorne drin Correa und halt eben Fernando Torres. Das andere Team dürftet ihr normalerweise auch noch nicht kennen, weil das habe ich gestern erst gebaut und ich habe auch noch nicht mit dem gespielt. Ist ein bisschen teurer, ist auch für die Challenge gewesen, die gestern da war. Ich werde es aber mal ein bisschen länger ausprobieren wahrscheinlich. Ist No Links Wasted selbstverständlich, hat 3 Ligen und ich habe keine Ahnung wie viele Nationen, habe ich nicht nachgezählt. Im Tor Horn davor Bruma, Brooks, Dietlin und Van Aanholt, dann auf der 6 Iara, Mendy, Canales, Jesse und Pedro. Vorne dann Gale und Welbeck, natürlich nicht alle auf der 6, Iara Mendy nur auf der 6. Vorne Welbeck und Gale auch nicht so teuer. Pedro der teuerste mit 4.900, nee Quatsch, Jedlin war der teuerste mit 7.000 Münzen. Aber geht auf jeden Fall auch klar. Und ja, das Team kann ich halt so nicht mehr lange behalten, weil ich halt Horn eintausche. Aber es war halt eigentlich auch für eine Challenge gestern. Und deswegen probiere ich es jetzt mal aus, mal sehen, wie es so läuft. Und danach wird es vielleicht auch direkt wieder verkauft. Liga 9 mittlerweile, suchen wir mal einen Gegner. Ich habe noch keine Ahnung, wie das jetzt laufen wird. Wir spielen gegen Premier League Team. Das sieht nicht so großartig aus. Ju vorne mit Shane Long, dann Ayu, Defour. Oh Gott, den Namen. Nein. Ach, ich, Gottes Willen. Wieso komme ich nicht auf den Namen? Markovic auf jeden Fall, dann Trippier, Jones, Sarko, Dawson, glaube ich. Ein Tor habe ich nicht gesehen. Wie heißt der Kerl denn? Ich komme gerade ums Verrecken nicht auf den Namen. Hoffentlich sehe ich es gleich. Hier, da ist er jetzt gerade am Ball gewesen. Toll, jetzt ist er wieder weg. Livermore, Jack Livermore, oh Gott, letztes Jahr noch bei Hull City gespielt. Wie konnte ich nicht auf den Namen kommen? So, was machen Sie draus? Danny Welbeck, Pfosten, Iara, Mendy 1-0, das erste Tor durch den ehemaligen Real Madrid Spieler. Wir gehen früh in Führung, ein bisschen glücklich in der Situation. Pause auch angemeldet, sehen wir hier von FFF.
Warum, weiß ich jetzt nicht. Ich finde übrigens, beziehungsweise ich muss dazu sagen, wir spielen übrigens an CenturyLink Field, sehr, sehr geil. Das ist das Stadion von Seattle, auch von den Seattle Seahawks. Ich habe jetzt länger nicht mehr online gespielt, tatsächlich schon. Das liegt ganz einfach daran, dass ich die letzten Tage halt eben immer Squad-Battles gemacht habe, weil ich die Chemie brauchte, beziehungsweise die Loyalität. Das ist auf jeden Fall wichtig bei den Challenges, das dürft ihr nicht vergessen, das habe ich gerade nicht dazu gesagt. Einige Spieler, beziehungsweise einige Squads brauchen halt Loyalität, das heißt, ihr müsst mit den Spielern 10 Spiele machen. Aber ich habe einfach 11 ein Team gepackt, dazu noch 2 Auswechselspieler. Und dann hat das halt eben gereicht, um auf die volle Chemie zu kommen, im Endeffekt, nachdem ich mit diesem Team 10 Spiele gemacht habe. Man könnte natürlich auch alles quitten, aber meine Statistik ist mir dafür zu schade. Und dementsprechend habe ich halt nur Squad-Battles gespielt. Was aber auch ganz schön ist, weil die Belohnungen bei den Squad-Battles sind halt extrem geil. Ist ja quasi die Week League, nicht die Week End League, sondern die Week League einfach offline. Finde ich sehr cool. Und ja, sollte man halt dazu sagen. Wird das eine Torchance? Das sieht gut aus. Jettle mit einem schönen Antritt. Der Pass auf Gay kommt nicht an. Und dann der Abschluss, also der Pass auf Gay kommt dann, aber der Abschluss hat dann nicht gepasst. Und dann der Abschluss von Jedlin auch nicht. Lattenkreuz von Sergio Canales. Und der kann auch alles. Abgesehen davon, bei Eddie anzunehmen. Muss nicht sein, so ein Gegentor. Es war so schlecht verteidigt schon wieder. Leider abseits. Tor von Jesse war schön, stand aber leider in der verbotenen Zone. Habe ich auch gar nicht so gesehen im ersten Moment. Danny Welbeck, alter Schwede. Der hat die Power, sich da durchzupacen und dann der Abschluss mit links. Allgemein ist der Weak Foot dieses Jahr, finde ich. Also wenn man im 16er ist, finde ich den Abschluss extrem einfach. Es ist eigentlich wirklich nicht schwierig, wenn man im 16er ist, ein Tor zu schießen, gerade wenn man frei vom Torwart steht. Das war die letzten Jahre, finde ich, ein bisschen schwieriger, gerade mit einem Linksfuß, der eigentlich, also mit einem Rechtsfuß, der eigentlich halt keinen so starken linken Fuß hat. Und der Durchlaufglitch funktioniert dieses Jahr wieder extrem. Das merke ich aber selber auch beispielsweise bei den Squad-Battles, dass das viel zu easy ist, einfach nach einem Gegentor durchzurennen. Jedlins schöne Flanke. Oh, so viel zum Thema Weak Foot. Also den muss er normalerweise machen. Ich wollte gucken, was ich auf der Bank sitzen habe, weil ich eventuell wechseln wollte. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen soll. Weil Canales gefällt mir irgendwie nicht. Der kann zwar alles, aber irgendwie ist der zu langsam. Das war wieder so ein Paradebeispiel dafür, was mit den Torhütern bei Flanken dieses Jahr falsch läuft. Weil da muss er halt einfach rauskommen. Ich habe sogar Y gedrückt, also Dreieck, oh, ich hasse die PS4, gedrückt, aber er kam halt nicht raus. Schön, dass er da quer gelegt und nicht geköpft hat, ansonsten wäre das wahrscheinlich ein sicheres Tor gewesen. Also nur was normalerweise auch klar taktisch und gelb, aber gut, nicht in FIFA. Oder nicht in FIFA 18, ich weiß nicht, ob das FIFA 17 faul gewesen wäre. So, geil, diesmal macht er das mit links. Der Volley war in meinen Augen einfacher, aber 3-1, das heißt, das Ding dürfte safe sein. Oh, Brooks. Das war natürlich auch gut gemacht von mir, dass ich da reingrätsche, weil das war jetzt nicht von ihm selber so gemacht, sondern ich habe reingegrätscht, aber sehr, sehr gut verteidigt auf jeden Fall. Ecken sind dieses Jahr so stark. Oh, das war schön gespielt. Schöner Seitenwechsel auf Pedro. Und dann fast das Kopfballtor von Gale. Nochmal Ecke. Also das Ding dürfte normalerweise durch sein. Ich denke nie, dass so großartig was passieren würde, aber ich hätte gerne noch ein viertes Tor eigentlich. Die Challenge war gestern übrigens, wenn ihr euch wundert, warum ich Gale und Welbeck vorne drin habe, dass ich zwei Tore in einem Spiel mit einem Engländer machen soll. Und dementsprechend habe ich halt zwei englische Stürmer gesucht. Und da die beiden die Spieler sind, die am erschwinglichsten und am besten auch sind, von dem, was so die Stats hergeben, habe ich die halt genommen. Ich meine, oh, für mich wäre auch beispielsweise ein Vardy erschwinglich, so ist nicht, die Coins habe ich. Aber ihr kennt mich ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich mit den Coins machen will. Ich möchte die halt einfach nur horten. Und am besten mir irgendwann Ronaldo kaufen. Dazu werden viele wahrscheinlich sagen, so Max macht doch die Squad-Building-Challenges für die Quaresma-Karte oder sonst irgendwas. Schönes Lupfer-Tor von Gay. Nee, weil ich weiß, dass ich mit Spielern nie so viel spielen werde. Das war mal mit Bale beispielsweise so, das war mal mit dem Balotelli-Team so letztes Jahr. Aber normal, oder mit Dybala oder Nainggolan oder sowas. Aber normalerweise benutze ich Spieler nie auf lange Sicht, weil ich halt immer zwei Teams oder ein Team habe, mit dem ich dauerhaft spiele und das wechselt halt dauernd. Und deswegen lohnt sich diese SBCs für mich nicht, weil ich da so viel Coins investieren muss, um eine Karte zu bekommen, die ich nicht tauschen kann. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt dabei, sonst wäre es was anderes, aber die ich nicht tauschen kann, die zwar sehr, sehr gut ist und beispielsweise mit Quaresma auch ein Spieler, den ich sehr, sehr mag, aber ja, die einfach halt eben für mich nicht insofern interessant sind.
Ja, deswegen, ich spare die Coins halt entweder, dass ich mir krasse Spieler kaufen kann, die testen kann, krasse Teams bauen kann, die testen kann, oder für Squad-Building-Challenges oder sonst was. Mal sehen. So, das haben wir auf jeden Fall gewonnen, 3 Punkte eingefahren und ich würde sagen, jetzt versuchen wir mal, so einen Transfer mal zu kaufen. Es geht immer noch nicht. Ich weiß nicht, warum es nicht geht. Das geht mir voll auf den Keks. Das letzte Mal hat es auch geholfen, dass ich einfach ein Objekt in einer Web-App gesucht habe und gekauft habe. Diesmal aber anscheinend nicht. Werde ich jetzt trotzdem machen, damit ich die SPC einlösen kann. Ich muss auch ehrlich sagen, das fuckt mich mega ab, weil ich trade halt normalerweise den ganzen Tag. Und ich kann jetzt halt gerade wieder mal nicht traden. Und das ist halt schon seit heute Morgen so. Und das ist echt extrem nervig. Vor allem, weil ich halt nicht weiß, warum nicht. Ich muss ansonsten mal den EA-Support anschreiben. Das ist nämlich... Ich hätte normalerweise jetzt wahrscheinlich die beiden Karten hier auch gesniped. Aber ich kann halt nicht. Und deswegen muss ich die erst für 4000 Münzen kaufen. Das ist mir eigentlich viel zu teuer auch. Weil ich halt weiß, dass ich sie theoretisch mit ein bisschen Geduld günstiger bekommen könnte. Aber das gerade war schon voll der Krampf, weil man muss die halt in der Web-App, ist es halt noch schwieriger zu snipen, weil man halt klicken muss. Richtig beschissen, ich muss doch echt mal EA anschreiben. So, und jetzt RM zu RF bei Patrick Herrmann. Zack, ich hatte gerade vor allem erst fast LM zu LF gekauft. Das wäre natürlich sehr, sehr bitter gewesen, hätte ich dann auch das Falsche geholt. Sodass im Endeffekt ich gar nichts mehr machen konnte. Ich hatte sogar noch eine ZM zu ZM-Karte. Ich bin so ein Vollhonk. Dann kann ich das aber jetzt wenigstens auf den Transfermarkt stellen schon mal. Warum ich noch eine hatte, weiß ich nicht. Vielleicht muss ich, ne, ich muss das nicht mal irgendwie machen. Habt ihr ja gerade gesehen. Gut, wann war das jetzt? Sogar 2000 Coins verschwendet, aber jetzt habe ich sie ja quasi wieder reingeholt. So, Squad Building Challenge Nummer 1 ist fertig. Wir holen uns dafür unser Premium Goldspieler Setup. Sehr, sehr schön. Mal sehen, was daraus wird. Dann haben wir hier die fortgeschrittene Challenge. Das werden wir auch genauso abschließen. Zack. Ich habe übrigens auch keinen Spieler doppelt gehabt in den Challenges. Das heißt, das ist kein Risiko hier irgendwie. Machen wir hier das gleiche mit dem Mega Set. Zack. So, Belohnung abholen. Und das letzte machen wir hier in der Hybrid Meister Challenge für das seltene Spielerset, was so ein 50k-Set ist. Und kriegen dafür 12.000 Münzen, was sehr schön ist, weil es mich auf 300.000 katapultiert. Und ja, sehr, sehr nice. So, die Karte hat sich direkt verkauft, das heißt, ich habe sie auch noch zu günstig reingestellt. Kannst mal sehen, vielleicht kann ich jetzt wieder suchen, weil ich was verkauft habe. Natürlich nicht, ich hasse mein Leben. Und wir haben 8 Sets. Und die werden wir jetzt aufmachen und dann ist dieses Video auch vorbei. Erstmal haben wir hier noch irgendwo ein Bonus-Set Gold. Das machen wir natürlich auf. Das wird jetzt nicht großartig werden. Aber ich finde sehr, sehr geil die Pack-Animation dieses Jahr. Und ich habe diese Pack-Animation dieses Jahr noch nicht zu oft gesehen, weil ich halt noch keine Packs gekauft habe. Aber naja, das wird nicht Rafa, es wird Eduardo. Linker Mittelfeldspieler aus Portugal. Letztes Mal war es der linke Flügelspieler, der mich hier fast verrückt gemacht hat. Ach, guck mal, das ist Team-Fitness. Geil. Kann ich das verkaufen? Das kann ich auch noch verkaufen. Also könnte ich. Aber Heilung ist auch ganz, ganz wichtig. Wobei sie das, glaube ich, schon ein bisschen runtergepatcht haben. So, wir haben, okay, das ist im Endeffekt eine aufsteigende Reihenfolge. Seltene Spielerset, okay, nee, Premium Gold Spielerset ist auf jeden Fall nach seltene Spielerset, weil seltene Spielerset ist besser und Megaset auch. Aber wir werden das schon in der richtigen Reihenfolge machen. Erstmal das Goldset, das stinkt normale. Ich hoffe, dass ich zumindest einen LED-Spieler hier bekomme. Walkout hatte ich noch nicht. Das ist aber gar nicht zwingend notwendig. Mir würde schon reichen, wenn ich einen LED-Spieler habe. Hier im ersten Pack haben wir direkt mal nichts. Haben wir arrangiert, aber wir haben Fitnesskarten, was gut ist, und Verträge. Verträge brauche ich auch dringend langsam. Das ist ganz schön. So, Premium-Goldset. One-to-Watch wäre auch richtig geil. One-to-Watch würde ich mich mega freuen. Das wäre extrem nice. Wieder kein Blinken daran. Mittlerweile weiß ich, was der Indikator ist. Aber immer ein seltener Goldspieler. Das ist schon mal schön. Es wird Smolnikov. Nein, es wird nicht Smolnikov. Es wird Jan Baev. Kenne ich nicht. Keine Ahnung. Ist aber auch nicht so schlimm. Nehme ich mit für die nächsten Squad-Building-Challenges. Und Castro. Castro ist sehr gut für die Ligen-Challenge. Ich kann nicht mal Freisvergleich machen. Leck mich doch. Aber auf jeden Fall ist der einiges wert. Halt einfach, weil der in einer sehr, sehr seltenen Liga spielt. In einer exotischen Liga. Und dazu halt eben das, dazu halt eben, was soll ich denn jetzt sagen? Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Dazu halt eben, ach genau, Gold ist. So, New England machen wir mal als Logo hier gerade für Sporting. Ich mag ja New England sehr gerne, wie ihr eventuell wisst. Und Sporting war ja nur erstmal als Logo. So, hat sich auch direkt verkauft, der Juri. Wahrscheinlich hat er was falsch. Den hätte ich auch, ich habe mir noch einen Verein, Gott sei Dank. Ansonsten wäre das sehr blöd gewesen, weil den kann ich natürlich auch für die Ligen-Challenge benutzen. Nation oder was auch immer. Premium Gold Set. So, schauen wir mal, was hier drin ist. Vielleicht diesmal ein blinkender Rand. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir das einmal hier hätten. Nein, wieder nicht. Aber 3 seltene Spieler und ein seltener Goldspieler. Und es wird... Ich dachte kurz, Jamolenko, aber der ist one to watch. Stepanenko. Immerhin trotzdem Enko. Vielleicht auch gut für die Squad-Building-Challenge oder sowas, weil 80er Rating. Alisson ist vielleicht auch gar nicht so schlecht als Brasilianer. Und 96, drittes Trikot. Ich habe momentan das von Russland, das Auswärtstrikot. Und das gefällt mir auch ehrlich gesagt ganz gut, deswegen lasse ich das. Aber pack's natürlich trotzdem in den Verein. Wir haben noch 4 Sets übrig. Wir haben noch gute Sets. Ein seltenes Goldset ist das nächste, was wir öffnen. Und vielleicht haben wir jetzt hier den blinkenden Rand. Das wäre schön. Wieder nicht.
Naja, jetzt wird es langsam enttäuschend. Ja, jetzt hätte ich schon mal erwartet, dass ich hier so ein Cristiano Ronaldo, natürlich nicht, ziehe. Es wird Sarabia. Ja, auch gut für die Spanien-Challenge theoretisch. Ne? Ihr merkt, spanische Spieler sind da. Neto haben wir da noch dabei. Mejia und Pardo. Zweimal Teamfitness, LM zu LF. Werde ich gleich mal draufstellen, weil das kostet 2000. Stamford Bridge und Allianz Arena. Ich bin beim Stadion sehr zufrieden, von daher passt das. Und noch drei Sets. Megaset, Premium Goldspielerset und seltene Spielerset. Einfach das Megaset mache ich jetzt hier. Einfach weil es so groß ist. Aber nicht nur Spieler halt drin hat. Wieder kein LED-Rand. Wollt ihr mich trollen? Ich habe immer gelesen bisher, dass die Squad-Building-Challenges-Sets richtig, richtig gut sind. Bei mir nicht so. Hier ist Sergio Roberto. Oder Sergio Roberto? Ist es Sergio oder Sergio? Sergi, glaube ich. Auch gut für die Spanien-Challenge. Mittelarbeitsrat. Die sieht sogar ganz gut aus, die Karte allgemein. Kudo haben wir dann noch. Thomas, der hat 80er Rating, hat verloren. Aber ihr seht schon, ich ziehe nur spanische Spieler. Sehr, sehr geil. Naja. Gut, nehmen wir alles mit natürlich. Weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwas Besonderes hatte. Aber erstmal das Premium-Goldspieler-Set. So. Ich möchte bitte jetzt einen leuchtenden Rand haben. Ich habe keinen leuchtenden Rand. Ey! Ich darf nicht aufnehmen, wenn ich Packs öffne, ich merke das schon. Holland, zentrales Mittelfeld, es wird Klasen. Das ist aber ganz gut, 82, ganz kurz vor dem LED. Aber ich weiß nicht, ist da was wert? Ich kann es nicht nachgucken. Storage ist aber auf jeden Fall... Der hat 76 Tempo? Oh, jetzt habe ich es aus Versehen gespeichert, aber 76 Tempo? Was haben die denn mit Storage gemacht? Der wurde ja mal komplett zerstört. Muss man noch die Stats von dem angucken. Alter Schwede, natürlich ist der oft verletzt und so. Hier muss ich mal eigentlich Baum an den Kasten packen. Zack. Alter, Sturridge sah ja richtig schlimm aus. Also wenn man jetzt auf Pace guckt, hat Forster Skills immerhin. Also die Karte sieht nicht schlecht aus, aber 76 Tempo, wow. Hatte schon mal bessere Zeiten, definitiv. So, letztes Set. Und es ist das 50k-Set. Ich erwarte jetzt, einfach nichts mehr. Gar nichts. Ich erwarte keinen leuchtenden Rand, es wird sowieso keiner werden. Ich kenne meinen Packluck. Controller ist beiseite gelegt. Es ist ein leuchtender Rand, ich habe nichts gesagt. Wer wird's? Wird kein One-to-Watch-Spieler, schade. Italien, Stürmer, Torino, Belotti. Ja, ist halt auch nur ein 83er, aber ich will mich nicht beschweren, es ist ein LED-Spieler. Das ist schon in Ordnung, da kann ich leben. Wenn jetzt noch ein Rashford drin ist oder sowas, dann wäre natürlich besonders geil. Nö, Castro, Bernafa, Fabian, Cole, blablabla, Sturridge zum zweiten Mal. Na gut. Brooks noch dabei, ein Kudu, Woods, Peñaranda, Mercado, ja, nichts Fantastisches, muss ich sagen, alles nicht schlecht, aber auch alles nicht großartig, bringt natürlich trotzdem ein bisschen Coins, beziehungsweise gut für die nächsten Squad-Building-Challenges, aber ich hatte natürlich auch ein bisschen mehr gehofft. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, habt ihr die Challenges gemacht, was hattet ihr in euren Sets und findet ihr, dass sie sich lohnen? Für mich, ja, schon. Ist okay. So kann ich mal Sets öffnen. Aber vom Inhalt her, nö. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Checkt die Links in der Beschreibung aus. IG Vault, 6% Rabatt und Kompass Gaming TV, meine Social Media Links und so weiter und so fort. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann, passt auf euch auf, macht's gut, haut rein.